bin leitende Hausdame bei Motor One München Deutschen Museum und bald dann im Pre-Opening Motor One München Messe. Und das ist eine sehr, sehr spannende Zeit für uns und da muss erstmal Struktur von uns reingebracht werden, von uns definiert werden. Darauf freue ich mich. Das wird meine Herausforderung. Also ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten, mit Menschen zu sprechen, für Mitarbeiter da zu sein, versuchen zu unterstützen, sie weiterzuentwickeln. Das ist das, was mir am allermeisten Spaß macht. Und da habe ich Gott sei Dank in dem Job auch in der Richtung sehr viel zu tun. Der beste Teil an meinem Job bei Motel One ist das Zusammenarbeiten mit Menschen. Egal, ob es meine Kollegen sind oder die Geschäftspartner, die das Konzept Motel One kennenlernen über mich und es lieben lernen und dann mit uns arbeiten wollen, das macht am meisten Freude. Mein Arbeitstag fängt um 7 Uhr an normalerweise. Erstmal mit dem Frühstückkontroll, dass wirklich das Buffet bereitsteht. Danach kommt die Bar auch, wo ich wirklich das kontrollieren muss, die Qualität von den Cocktails oder einfach die Qualität von dem Service, dass jeder seinen Job richtig macht. Motel One ist für mich Familie, weil wir wirklich ein Team sind, alle zusammen. Und Zukunft, weil ich kann viel, viel erreichen in Motel One. Also ich habe damals das duale Studium bei Motel One hier am One Campus in München gemacht und im Motel One Hamburg am Michel damals schon gearbeitet. Und danach habe ich dann auch meine Stelle als Supervisor dort angetreten. In der Rezeption die Abteilung, die mir am meisten Spaß gemacht hat und an der ich jetzt letztendlich auch gelandet bin. Gäste ein- und auschecken, denen Tipps geben, immer da sein, wenn irgendwelche Fragen sind. Man ist irgendwie immer involviert und deswegen bin ich da jetzt auch letztendlich angekommen.